Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terraria, die Xbox 360 Version oder Edition, keine Ahnung wie das heißt. Mein Bruder hat jetzt die komische Maske aufgezogen, das liegt daran, dass der, beziehungsweise wir, als nächsten Boss mal das Auge versuchen wollten. Es ist wohl ziemlich unterschiedlich, welcher Boss besser ist, ob jetzt der mechanische Schädel, beziehungsweise Schädel, oder das Auge, die sollen beide halt recht stark sein. Und ich habe mich jetzt einfach mal für das Auge entschieden, weil, keine Ahnung, empfinde dafür eine weniger große Bedrohung. Also ich denke, das ist irgendwie, egal, ihr wisst, wie gut ich Deutsch kann. Ich finde, das sieht weniger gefährlich, bedrohlich aus und, ich stelle mir das einfacher vor. Und unsere Taktik wird sein, einfach reinballern, ich mit meinen Zaubern, mein Bruder mit seiner Maxi-Shark, der hat nämlich jetzt mittlerweile so eine Maxi-Shark. Und ich werde jetzt als allererstes mal das Auge craften. Dafür habe ich schon die passenden Items dabei. Warum hat der Holz den Kotz? Was hat der denn jetzt gemacht? Oh, auf dem Tisch, ey. Man braucht dafür... Obwohl, da zeige ich euch dann einfach da. Ihr habt ihr ja vermutlich auch schon gesehen. Da. Ja, man braucht 3 Linsen, 5 Kupfer, 5 Eisen und 7 Seelen. Was ist das? Achso, das normale Auge. Okay. Dann mechanisches Auge. Bam, ruft die Zwillinge bei. So, dann haben wir das schon mal. Ist auch oben der Leiste. Aber bevor wir anfangen, müssen wir erstmal so eine Art... Oh, der hat da Dao von Pau-Ding, ne? Wieso hat der ganze Holz dabei? Okay, egal. Aber was ist denn für ein Trottel? Der holt das Holz da raus und gibt mir das dann. Was hat das denn für einen Sinn? Außer, dass das Let's Play dann davon aufgehalten wird. Spacko, ey. Ah, übrigens hat einer mir einen Bug verraten, und zwar die Lichtscheiben. Das ist, denke ich, ein Bug, weil warum sollte das so sein? Man kann einfach eine holen, passt mal auf. Da kommen trotzdem so viele raus. Und das ist auf jeden Fall ein Bug, denn... Das soll nicht so sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, keine Ahnung, was das soll, aber vielleicht wird das bald gefixt, ich weiß es nicht. Der Teller macht mir irgendwie Angst. Das ist, glaube ich, der stärkste Morgenstern, den es gibt. Jetzt brauchen wir. Macht ihr damit, ey? Ja. Vielleicht hat er mir das Holz auch deswegen gegeben. Upsi, ich sollte mal früher nachdenken. Obwohl ich, oder? Ich glaube, das Dreck geht schneller abzubauen. Na gut, einerseits wird das auch noch ein bisschen lang auf meinem Haus rumgammeln. Ja, okay, dann benutze ich das doch. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Bin auch schlau, ne? Jetzt mal übelst rummullen. So. Dann mache ich das halt aus Holz. So. Luft sage ich noch so. Ich würde sagen, das fängt dann hier an irgendwo. Und das geht dann... Ja, was? Oder ich mache das hier, komm. Geht hier hoch. Da ist sogar eine Mitte. Ne, ist gar keine Mitte. Mein Gott, da ist keine Mitte. Ja, dann mache ich das halt so. Kommt halt hier die Plattform hin. Da unten kommt dann noch so ein Loch hin. Was ich jetzt nicht machen kann, weil ich das Teil natürlich nicht dabei habe. Ausgerechnet das. Ich wünsche jetzt so ein Hemdrake, sei das viel geiler. Womit man einfach alles abbauen kann. Ich weiß nicht wie hoch, aber ich denke, das reicht. Jo. Mein Bruder hat gesagt, man sollte am besten so eine mehrstöckige Kampfplattform bauen, also mit mehreren Schichten oder dabei ist schlau. Heißt das, ja. Man einfach hier so eine Schicht aus diesen Klappen baut. Um dann. Wartet. Ja, da hin und her switchen zu können, um besser ausweichen und so weiter. Ach, das war jetzt unglaublich schlau wieder. Also, oh, was macht der denn, ey? Und das weg. Hä, was soll denn das bringen? Kann ich mal irgendwer verraten? Was macht der denn da? Ich wollte das doch nicht so bauen. Ich habe dir eben noch erklärt, dass ich das nicht so bauen will. Oh. Dann mache ich... Ich habe eigentlich keinen Bock, so eine fette Plattform zu bauen. Das ist total dumm. Mache ich doch nicht. Habe ich keinen Bock drauf, ey, leg mich am Arsch. Zumal ich mit meinen Zaubern überhaupt nicht durch die Plattform-Dinger da durchkomme. Was macht der denn da? Oh, ich lasse den das jetzt einfach bei uns, mir scheißegal. In der Zeit gehe ich jetzt meine heilige Rüstung bauen. Ich gebe dem mal das Holz. Weil irgendwie weiß ich nicht, wie ich das bauen soll. Ich lasse den das jetzt einfach machen. Oh, jetzt baut er alles ab. Ja, sollte ich das wohl aus den komischen Dingern da bauen? Das ist ein Holzklappen. Egal, ich lasse den halt jetzt machen. Ich verstehe das nicht. So, dann bauen wir jetzt mal die heilige Rüstung. Denn ich kann schon einen Teil bauen, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und zwar die Brustplatte. Hier habe ich schon mal die ganzen Items vorbereitet.
Und ich merke gerade, dass... Oh. Stimmt, wenn ich ja das verbaue, dann ist meine Adamantit-Brustplatte ja auch weg. Dann ist mein insgesamt da Bonus da weg. Was habe ich denn da für einen Bonus? Bonus-Set, 19% reduzierte Mana-Nutzung. Ja, schon recht gut, ne? 19% reduzierte Mana-Nutzung, aber... Kacke ich jetzt einfach mal drauf. Hallo? Ah, ich immer so total verwirrt bin und weiß, was ich machen muss. So, und die 20 Seelen hier, die kommen auch mit. Oh, sehe ich nicht schön, dass du dumm grün. Und jetzt wollen wir das erste heilige Rüstungsteil. Heiliger Palatenpanzer. Der irgendwie überhaupt nicht gut ist. Oder? Bestandteile. Der hat 14 Abwehr, 6% erhöhter Schaden. Der hat erhöhte kritische Trefferchance. Und ein Abwehr mehr. Das lohnt sich noch gar nicht. Nö, das lohnt sich echt noch gar nicht. Oh, dann halt noch nicht. Ich würde sagen, dann baue ich halt doch lieber alles auf einmal. Wenn ich dann alles hab. Denn das lohnt sich jetzt, wie gesagt, wie man so gesehen hat, nicht. Dahin. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Weil dann habe ich einen Verteidigungspunkt mehr. Dafür aber minus, wieder plus 19% Reduzierung von dem Mana-Scheiß. Beziehungsweise gar keine Reduzierung. Ach so meint der das. Ach so meint der das. Ja. Holz habe ich nichts mehr, ne? Dumm. Ach, das ist mein Inventar. Wo ist mein Inventar hin? Ach, okay, der hat anscheinend noch genug. Ja, ich mach dann mal nix. Was mache ich denn jetzt in der Zeit? Den Boss kann man, glaube ich, nur nachts rufen. Ich könnte mal meine Zauber vorbereiten. Ich werde, denke ich, den Kristallsturm am meisten benutzen. Die verfluchten Flammen werden vermutlich überhaupt nicht treffen. Das Teil hier werde ich dann auch benutzen, wenn mein Mana leer ist. Geht das denn überhaupt so weit? Ja doch, das geht so weit. Da werde ich vermutlich die ganze Zeit so rumballern. Aber mir ist gerade mal aufgefallen, dass die Leute total falsch wohnen. Das will ich auch noch schnell ändern. Die wohnen falsch. Wo ist denn die Emma? Ich kann ja die Flaggen anzeigen lassen. Ach, die wohnt jetzt da. Okay. Sehr verwirrend. Mein Gott, wo wohnen die denn alle? Da unten wohnt wahrscheinlich gar keiner, ne? Da kann ja auch keiner mehr wohnen, stimmt ja. Ups. Boah, wie durcheinander. Die sind ja alle woanders. Okay, der Typ da wohnt noch richtig. Wie tausche ich die denn jetzt am besten? Ich kann die gar nicht tauschen, weil ich dafür noch so einen extra Raum bräuchte. Oder ist hier irgendwo noch ein Stuhl? Und ach, hier ist doch ein... Nee, da wohnt der ja. Scheiße. Kann ich irgendwie einen rausschmeißen oder so? Makacke! Was mache ich denn jetzt? Oder übersehe ich hier gerade einen Raum, der frei ist? Nö, eigentlich nicht. Hier sind alle Räume belegt. Bah, warum müssen die denn so unlogisch umziehen? Kann man nicht einfach einen irgendwie löschen oder so? Zum Beispiel... Ich verstehe nicht, was der Unterschied zwischen Unterkünfte und dem anderen da ist. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche noch irgendwie einen Stuhl oder so. Oder ist hier irgendwo zufälligerweise ein Haus, wo... Ich stelle jetzt da hinten einfach einen Stuhl und so ein anderes Ding hin. Ein Stuhl und so ein anderes Ding. Warum immer wieder? Ich hasse das. Ich habe kein Holz mehr, ich kriege zu viel. Dann werde ich wohl Holz farmen gehen. Ich mache gerade wieder, dass alles so derbe heilig ist. Okay, hier sind ein bisschen viele Bäume. Muss ich schon zugeben. Boah, das ging aber schnell. Das ging auch schnell. So. Diese dummen Eicheln, ey, die brauchen wir eh nicht. Dann gehst du mal kurz weg, bitte. Ich ignoriere einfach die scheiß Pixie da und baue hier ganzen Bäume ab. So. Und so. Ach, stimmt, aber unser geiler Fail-Ort. Okay, das dürfte jetzt aber reichen. Ich finde halt cool, wie schnell man in Terraria einfach Holz farmen kann. Ey, das Ding, das nervt mich schon die ganze Zeit über. Das baue ich jetzt mal ab. Nein. So, geht doch.
dummer Hubbel da. Und der hier ist irgendwie auch scheiße. So, nach Hause. Und jetzt bauen wir mal da. Und geht er doch hier? Nein. Tisch. Ich kann mal ein paar Dekorationssachen bauen. Der gilt ja auch als Sitzplatz, ne? Wie sieht das denn jetzt so toll aus? Obwohl doch, da kann ich da unten hinklatschen. Noch hin. So. Und dann noch ein Stuhl. Was macht der da? Oh, er hackt mich mit seiner tollen Hacke. Hier, ne? Ja, da war das an der normalen Werkbank. An der normalen Werkbank. Und da ist der Tisch. Warum auch immer man an einem Holzsägewerk das nicht bauen kann. Ist hier nur so ein extra Sägewerk dafür, aber egal. Oh, der hat noch ein bisschen Holz gehabt. So. Bitte. Dann kommt jetzt die Bank irgendwo hin. Vermutlich passt das gar nicht da rein. Da rein. Ha, heilige Musik direkt neben meinem Haus. Ist das nicht geil? Löschen. Brauche ich erst jetzt alles scheiße. Geht das jetzt? Dankeschön, dass du instant hier einziehst. Und meinen Dingen blockierst. Finde ich okay. Hatte ich vorher... Ich hatte vorher gar keinen Zauberer, ne? What the fuck, ey? Bevor ein Bim, what the fuck, ey? Jetzt brauche ich noch einen Raum. Dann gib mir nochmal Holz. Nein, diesmal baue ich das direkt hier. Wo passt denn noch? Okay, wenn ich so was Kleines baue, dann könnte ich da unten noch so was hinstellen. Dann denke ich, hole ich noch eine Werkbank, ist klar.